Bücher und Filme über Ritter vermitteln uns oft das Bild von ehrenhaften Kämpfen, dem Retten von Jungfrauen und der Befreiung des Heiligen Landes. Das Finale des Zeitalters der Ritter war zwar spektakulär, endete jedoch tragisch für die Helden. Wir sprechen über Aufstände gegen den Kaiser, gegen die katholische Kirche und gegen den Adel. Wir erleben stolze Kämpfer, die ein letztes Mal das Schwert zogen und sich gegen die Bedeutungslosigkeit wehrten. Willkommen zu den Kurzhistorien. Die Zuschreibung letzter Ritter wird sehr oft für zwei Personen gebraucht. Kaiser Maximilian I. und Franz von Sickingen. Es gibt auch zumindest drei weitere Kandidaten dafür. Götz von Berlichingen, der heute noch wegen seiner Handprothese und seines berühmten Götz-Zitats bekannt ist. Johann von Orléans, den man wohl als letzten bedeutenden französischen Ritter sehen kann. Er war ein Weggefährte von Jeanne d'Arc. Diese war ja auch ein Ritter bzw. eine Ritterin. Wen dieses Thema interessiert, auf diesem Kanal gibt es ein Video über weibliche Ritter. Der dritte ist Edward of Woodstock, auch der Schwarze Prinz genannt. Ihn könnte man als letzten Vertreter der englischen Rittertradition sehen. Er spielt eine bedeutende Rolle bei der letzten Schlacht des Blinden Ritters. Auch dazu gibt es ein Video, das in der Infobox verlinkt ist. Da wir über den letzten deutschen Ritter sprechen wollen, fallen Johann und Edward schon mal weg. Kaiser Maximilian hatte zwar ritterliche Züge und war ein ausgezeichneter Turnierkämpfer, aber eben mehr Herrscher als Ritter. So bleiben noch Franz und Götz. Beide waren Zeitgenossen und arbeiteten sogar hier und da zusammen. Aber Franz nahm eine Führungsrolle im Ritterkrieg ein, der ein Fanal für das Ende der Ritterzeit war. Daher werden wir im Weiteren Franz von Sickingen als letzten deutschen Ritter bezeichnen. Franz, von dem wir hier ein Porträt und seine originale Unterschrift sehen, stammt aus dem alten Adelsgeschlecht derer von Sickingen. Erste Personen mit diesem Namen tauchen bereits im frühen 10. Jahrhundert auf. Ihr Stammsitz war die Burg Ebernburg. Sie liegt in der Nähe von Bad Kreuznach in der Pfalz. Aber das war nicht alles. Die Familie hatte großen Landbesitz und ein beträchtliches Vermögen. Sein Vater, Schweikart von Sickingen, war ein Abenteurer. Er unternahm eine Pilgerfahrt nach Jerusalem und wurde dort zum Ritter vom Heiligen Grab geschlagen. Zusammen mit seiner Frau Hedwig hatte Franz 7 Kinder. Bei der Geburt des 7. Kindes starb sie tragischerweise. Dieser Verlust war eine große Zäsur im Leben von Franz. Zuvor hatte er sich vordringlich um die Verwaltung seiner Besitztümer gekümmert. Jetzt strebte er nach Höherem. Um das neue Ziel von Franz zu verstehen, muss man die Situation der Ritter zu Beginn des 16. Jahrhunderts betrachten. Die rein militärische Bedeutung der Ritter nahm rapide ab. Dies lag daran, dass die Artillerie zu einem integralen Bestandteil der Kriegsführung wurde, was man ja auch schon beim Fall von Konstantinopel ein paar Jahrzehnte zuvor gesehen hatte. Zudem ging es ihnen wirtschaftlich immer schlechter, was sie in Abhängigkeit von den Fürsten brachte. Auch der ewige Landfriede von 1495 mit der Abschaffung des Federrechts legte die Axt an die Wurzeln des ritterlichen Lebens. All dies wollte Franz reformieren und damit die starke Stellung der Ritterschaft wiederherstellen. Er tat das jedoch nicht in Opposition zum Kaiser. Ganz im Gegenteil wollte er auch dessen Stellung gegenüber den Fürsten stärken. So ignorierte er den Landfrieden und stürzte sich in diverse Fehden. Aber manchmal sucht man sich den falschen Gegner aus. Franz und Götz von Berlichingen zettelten eine Auseinandersetzung mit der Reichsstadt Worms an. Dies konnte der Kaiser nicht mehr ignorieren und verhängte die Reichsacht über Franz. Damit war dessen wirtschaftliche, politische und körperliche Existenz gefährdet. Daher entschloss sich Franz zu einem radikalen Schritt. Der französische König Franz I. stand im Konflikt mit dem römisch-deutschen Kaiser Maximilian I. Frankreich konnte und wollte den universellen Machtanspruch des Habsburgers nicht akzeptieren. Frei nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund, trat Franz von Sickingen in den Dienst des französischen Königs. Er eroberte zum Beispiel die Stadt Metz für Frankreich. Auch setzte er den Städten Worms und Frankfurt zu. Der hohe Einsatz sollte sich für Franz auszahlen. Der Kaiser konnte diesen starken Verbündeten von Frankreich nicht auf Dauer gewähren lassen. So hob er die Reichsacht auf und gewann Franz wieder als Verbündeten. Kurz nachdem Kaiser Maximilian Franz wieder ins kaiserliche Lager geholt hatte, starb der Imperator. Franz geriet dadurch in eine mächtige Position. Zusammen mit dem Schwäbischen Bund zog er Truppen bei Frankfurt zusammen, um die Wahl des neuen römisch-deutschen Königs und späteren Kaisers zu schützen. Genau genommen bestand dieser Schutz darin, den Kandidaten Karl V. zu unterstützen und den französischen König, Franz I., dessen Verbündeter er ja vor kurzem noch war, vom Titel fernzuhalten.
Der Habsburger Karl wurde dann auch wunschgemäß zum König des Heiligen Römischen Reichs gewählt. Wer sich für den Ablauf einer solchen Wahl interessiert, dem empfehle ich das entsprechende Video in der Infobox. Wir erinnern uns noch daran, dass das ganze Dilemma für Franz begann, als er sich gegen den Bedeutungsverlust der Ritter stemmte. Auf dieses fruchtbare Feld fiel der Samen der Reformation, als Franz den Kirchenkritiker Ulrich von Hutten kennenlernte. Ulrich hatte wie Martin Luther eine radikale Beschneidung der weltlichen Rolle der Kirche zum Ziel. Er wollte, dass sich die Kirche auf die Predigt des Evangeliums konzentrierte. Er leitete aus den Lehren der Reformation ein Widerstandsrecht gegen ungerechte Obrigkeiten ab. Die Ritter fühlten sich ja, wie gesagt, durch die Fürsten unterdrückt. Ein nicht ganz so uneigennütziges Ziel gab es auch noch. Viele Ritter hatten ein Auge auf die Kirchengüter geworfen, die im Rahmen der Säkularisierung verfügbar werden würden. Viele bekannte Persönlichkeiten der Reformation fanden Asyl auf der Ebernburg. Franz hatte sogar Martin Luther eine Zukunft angeboten. Franz von Sickingen wurde immer bekannter für seine wagemutigen Unternehmen. So entwickelte er sich zum Vorbild für die Ritterschaft und den niedrigen Adel. Beide Gruppen waren Verlierer der gesellschaftlichen Veränderung. Gewinner waren die Territorialfürsten und die reichen Städte mit ihren selbstbewussten Bürgern. Franz sammelte sodann etwa 600 Ritter hinter sich. Er galt als Führer der rheinisch-schwäbischen Ritterschaft. Mit einer kampfstarken Truppe wagte er den großen Coup und griff das Erzbistum Trier an. Er wollte dort die Säkularisierung vorantreiben und rief den sogenannten Pfaffenkrieg aus. Der Unternehmung war jedoch kein Erfolg beschieden. Ein Bündnis aus dem Erzbischof von Trier, dem Landgrafen von Hessen sowie dem Kurfürsten von der Pfalz stellte sich ihm entgegen. Die Belagerung Triers scheiterte kläglich. Franz zog sich auf seine Burg Nahnstein bei Landstuhl zurück. Seine Gegner verfolgten ihn, isolierten ihn von seinen Verbündeten und belagerten seine Burg. Die Burg wurde mit Artillerie sturmreif geschossen. Unglaubliche 600 Kanonenkugeln wurden an einem einzigen Tag auf die Burg abgefeuert. Im Mai 1523 kapitulierte Franz nach 2 Tagen der Belagerung. Zumindest ein Schauprozess und eine entwürdigende Strafe blieb Franz von Sickingen erspart. Sein Unterleib war während der Belagerung von herunterstürzenden Mauern zerquetscht worden. Wenige Tage nach der Kapitulation erlag er seinen Verletzungen. Der Pfaffenkrieg war damit ebenfalls Geschichte. Fast parallel zum Pfaffenkrieg gab es den Fränkischen Krieg, den der Raubritter, der unter dem Namen Schrecken Frankens bekannt wurde, anführte. Er pflegte ein grausames Ritual bei seinen Überfällen. Schaut euch doch gerne dieses Video als nächstes an. Servus, bis zum nächsten Mal.